behauptet er. Bereit für die Höhle? Ja, okay. Fast. Weiß ich Bescheid. Aber bevor wir reingehen, erst ein Schlückchen Katze. Klar. Noch mehr schlaue Sprüche auf Lager? Leise gehen, sonst wächst du Speerspitze? Du bist zickiger als Jen. Hoho, verlieb dich bloß nicht in mich. Auf geht's. Nee, garantiert nicht. Hörst du das? Klingt wie ein Kind. Das Tal ist doch unbewohnt. Nur wir sind hier. Es muss eine Täuschung sein. Und wenn nicht? Wir tun, was du willst. Lass uns nachsehen. Sicherheitshalber. Wesemir hat recht, weißt du? Du stocherst wirklich in fast jedem Wespennest rum. Na schön, gehen wir. Ja, lieber nachgucken, als einfach weitergehen. Ein Tell ist geboren, ist aber nice. Achso, das meinst du. Nee. Hey, kleiner Mann. Sieht nach einem Kind aus. Keine Angst, du bist aber in Sicherheit. Okay. Bis gleich. Du hast recht gehabt. So, so. Was sagt man dazu? Darüber können wir später reden. Erst kümmern wir uns um die Neblinge. Wie schmeckt dir das Silber? Aua, aua, aua. Boah, Geralt. 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 Alter, wenn man sich nicht mehr bewegen konnte, ne? Ich kam da nicht mehr weg. Ey, was für eine Scheiße. So. Jetzt bin ich wieder ins Wasser. Eine Illusion. Wer hätte das gedacht? Das wirst du mir noch öfter vorhalten, oder? Klar. Soll doch jeder wissen, dass der berühmte Geralt von Riva wie ein kleines Kind gefoppt wurde. Wir könnten Rittersporn bitten, eine Ballade darüber zu schreiben. Wie wär's? Rittersporn sollte besser über Lambert, den klugscheißenden Hexer, singen. Besser als einfältig. Klugscheißer leben länger. Anderes Thema. Habe ich's richtig gesehen? Der Junge war... Ja, einer von uns. Muss bei seiner Prüfung ertrunken sein. Die Neblinge haben sich seine Stimme und sein Aussehen gemerkt. Reizend. Verschwinden wir von hier. Musst du mir nicht zweimal sagen. Ich wollte sowieso nicht herkommen. Lambert, es reicht. Ja, ich finde auch, dass es reicht. Lambert neigt dazu, immer so ein bisschen zu übertreiben. So, jetzt kann ich aber einmal... So. Warum ist das denn schon wieder dran? Ach so. Okay, jetzt einmal hier hin. Was haben wir denn an Tränken?
Verdammt, zu hoch. Nicht, wenn ich dir helfe. Erinnerst du dich? War Teil der Prüfung. Ein Hexer ist ein einsamer Jäger. Aber selbst ein einsamer Jäger braucht ab und zu Hilfe. Wiese mir. Bereit? Du Fettwanst! Eins, zwei, drei. Du bist auch kein Leichtgewicht. Komm, gehen wir. Wand wirkt nicht sehr stabil. Hart vielleicht? Hör auf, so herumzutrampeln. Entspann dich, bin bloß ausgerutscht. Ja klar, ausgerutscht. Was? Ich hab was im Auge. Ist wohl ein Splitter. Hoffentlich kein Spiegelsplitter. Das würde dich noch gemeiner machen. Haha. Spülung auf die Eiskönigin. Puh, hier stinkt's nach Moder. Was hast du erwartet? Veilchenduft? Ach, wie flauschig und fein es da schläft. Man wünscht, der Moment möge nie auf. So viel zum Überraschen. Oh Gott. Mir doch egal, ich bin auch schon zurecht. Oh Gott. Aua. Lass mich alles tun, so. Okay. Wirst du es überleben? Denke schon. Verschwinden wir von hier. Warte. Das ist für Voltaire, du Hurensohn. Voltaire? Wer ist das? Schon vergessen? Kleiner Kerl, Narbe auf der Wange. Genau da. Oh, jetzt erinnere ich mich. Ja, mehr können wir nicht tun. Hat es nie hier rausgeschafft. Gehen wir. Okay, aber ich will mich noch ein bisschen umsehen. Denn hier ist zum Beispiel noch eine Truhe. Glaube ich, hier auch noch, ja. Und einmal wieder eine schicke Rüstung. Einmal Quentzeichen. Achtzeichen. So. Passt doch. So, und dann können wir hier wieder raus. Schön, wieder draußen zu sein. Es wartet noch mehr Ärger. Die Trolle? Auf die wartet Ärger, nicht auf uns. Keine Ahnung, wen du damit beeindrucken willst, aber die harte Tour zieht bei mir nicht. Musst du gerade sagen. Besemir hat mir von deinem Job für diese Nilfgaarder in Velen erzählt. Was? Was machst du da? Ich töte Monster. Ich bitte dich. Ist mir so rausgerutscht. Komm schon. Okay. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Das ist ein Ort der Macht, an dem wir einen weiteren Fertigkeitspunkt kriegen. Den wir auch sehr gut gebrauchen können, würde ich mal sagen. Hm.
zwar würde ich gerne. Hiervon irgendwas nehmen. Ich glaube, das hier. Die was steht, möchte ich auf jeden Fall drin behalten. Dann nehmen wir mal lieber das hier. Weil dann haben wir davon nämlich erstmal langzeitig was. Siehst du, wie er seinen Schwanz einzieht? Höchst ungewöhnlich für einen Troll. Hexer soll nicht gehen weiter. Halt. Halt. Dieser Berg sei ein Trollsenberg. Trollenberg. Ja. Dieses sei ein Trollenberg. Du redest mit diesen Idioten. Bleibt ruhig. Wir wollen nur zum Kreis. Hexer sind eins sagen, aber zwei tun. Manchmal tun auch drei. Oh Mann. Ja, genug. Aus dem Weg, Dummbeutel, oder ich zermalme euch. Verstanden? Jo! Das haben sie verstanden. Gut gemacht. Lauf zur Höhle, bevor sie uns steinigen. Willkommen zurück, Kaya. Wir müssen erstmal gerade vor den Rollen Schutz suchen. Okay, wir kommen hier nicht durch. Ach so. Vielleicht. Ja. Steine werfen wir, ihr nicht gehen mehr. Hexer sind verstanden. Wir verstanden. Wir müssen immer noch zum Kreis der Elemente. Hören, wir müssen. Trolls nicht gehen zur Burg von Hexen. Steine da, viele. Schöne Steine. Macht dir die Unterhaltung Spaß? Sie bringt uns nämlich nichts. Och. Lass mich reden. Du verstehst genauso viel vom Verhandeln wie die von Grammatik. Wir wollen euch nicht wehtun. Wir wollen auch eure Steine nicht anfassen. Lasst uns einfach durch. Troll werfen Stein. Hexen nicht hauen zurück. Nur brabbel, brabbel. Hexer, gut? Ja. Dumm Troll, du. Hexen Monster töten. Trollsen sein Monsters. Ja, wahre Sache. Wir machen so. Ihr lassen scharf Prügelstock da, dann ihr gehen. Nein sagen, wir kaputt hauen. Lass unsere Schwerter nicht hier. Keine Chance. Ein Hexer ohne Schwert ist wie ein Hexer ohne Arm. Besser kein Arm als kein Kopf. Okay. Au. Jo. Kein Arm, kein Kopf. Ja, stimmt.
aber ich lasse doch nicht meine Schwerter hier. Sind die blöd? Nur noch ein paar Schritte und wir sind da. Das ist ein Hexer, gerät nicht aus der Puste. Endlich. Geschafft. Was du nicht sagst. Mann. Sieht toll aus. Sogar dir ist's aufgefallen. Geralt, wofür hältst du mich? Mal nachdenken. Eine Meckertante? Ha, klar. Spar dir deine Komplimente für später. An die Arbeit. Weißt du noch, wie dieser Kreis funktioniert? Ist schon eine Weile her, dass ich mein Medaillon hier aktiviert habe. Alles gut, alter Mann. Brauchst dich nicht zu entschuldigen. Zünde die Fackeln an und leg das Phylakterium auf den Altar. Ich mache den Rest. Wie ging das nochmal? Wasser, dann Erde, dann Luft. Huch. Nein, das war's nicht. Nein! Geralt! Nein! Du machst doch sonst auf der Taste keine Rolle. Der macht nie auf dieser Taste eine Rolle. Warum macht er plötzlich eine Rolle? Geralt! Alles klar. Das Phylakterium ist an seinem Platz. Jetzt müssen wir warten. Die Fiole absorbiert die Kraft der Elemente. Und wir gönnen uns eine Verschnaufpause. Also, wie bist du nach der Prüfung des Medaillons mit den Trollen fertig geworden? Mal überlegen. Ah ja, mit Axi. Ich musste aber nur an einem Troll vorbeikommen. Die anderen beiden waren beschäftigt. Ja, Axi. Sehr nützlich. Hat mir erst neulich mein Leben gerettet. Ich wittere eine interessante Geschichte. Eine der besten. Ein paar Wegelagerer hatten mich aufgehalten. Der eine richtete seinen Bogen auf mich, der andere durchwühlte meine Tasche. Hab den mit dem Bogen dazu gebracht, seinen Freund zu erschießen und sich dann zu erhängen. Echt eine tolle Geschichte. Nicht wahr? Ein echter Schenkelklopfer. Sag mal, warst du schon immer so ein zynischer Bastard? Nein. Ich war bezaubernd, bevor mich Wesemir nach Kaer Morhen gebracht hat. Du denkst, es ist so schlimm, ein Hexer zu sein? Ich hätte noch jemand Schlimmeres werden können. Leider hatte ich keine Wahl. Es war unser Schicksal. Schicksal? Ich erzähl dir mal was von Schicksal. Mein Vater war ein Säufer, hat sich einen hinter die Binde gekippt, dann mich und meine Mutter blutig geprügelt. Wir haben jede Nacht um seinen Tod gebetet. Eines Tages wurden unsere Gebete fast erhört. What? Vater hat sich auf dem Heimweg von der Taverne verlaufen, ist direkt in ein Neckarnest gelaufen. Doch ein Hexer hat ihm geholfen. Weißt du, was er im Gegenzug wollte? Nee, ich auch nicht. Ich habe auch keinen Plan, was das... Bring mir das Erste, was du zu Hause siehst. Mein Leben für das Leben dieses Arsches. Ich sage, fick dich, Schicksal. Ich habe nichts gemacht. Ja. Interessant. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Falls du dich nochmal wunderst, warum ich so verbittert bin... Jetzt weißt du's. Ja, ich glaube, dieses Springen löst irgendein Spiel aus. Über dieses, das Ding hier kann man ja so Spiele spielen und Duelle machen. Ich glaube, ich habe noch nicht alles davon ausgeschaltet. Gut, gehen wir zurück. Nach dir, mein Herr.
Ah, okay, jetzt sind wir wieder hier. So, jetzt will ich noch einmal mit Yennefer reden. Da sehe ich mich auch einmal hinter mir. Und dann mal noch einmal eine kurze Pause. Ihr habt nämlich schon wieder die Rennerei. Leider. Wie immer. Ich bin schon nichts anderes mehr gewohnt, als auf dem Klo zu sitzen. Ja, ich auch. Frischers hatte das jetzt neulich auch. Wir gestern beide zusammen. Wir haben das immer gleichzeitig. Das ist so richtig, richtig ätzend. Dann nur ein Klo, ja. Na gut, wir hätten zur Not noch eine Toilette im Wohnwagen. Da haben wir noch ein Klo. Aber ja. Das muss man dann ja irgendwie auch wieder sauber machen. Und da haben wir beide nicht so sonderlich Lust zu. Wenn wir sowieso nicht oft wegfahren zurzeit. Also, ja. Ich bin jetzt schon dabei, Frutus zu überreden, dass er mir das Plumpsklo hier einmal in Nebenraum stellt. Zumindest für die kleineren Geschäfte. Wäre ja ganz angenehm. Jetzt scheint es zu klappen. Was war es? Die Meritiumbomben hat Lambert bei den Betten gelassen. Mit dem zweiten Klo dauert es noch ein bis zwei Jahre, denke ich mal. Stören könnten. Das kommt dann in den Saunabereich, den wir haben. Da kommt dann später noch ein Klo hin. Dann haben wir wenigstens zwei Klos. Weißt du, Lambert ist nicht gerade Experte in Megaskopfragen, also... Bitte, Lambert ist fies, nicht blöd. Genug. Bereit für das Gespräch? Darf ich denn hier sein? Logenmitglieder weihen ja nicht jeden in ihre Geheimnisse ein, habe ich gehört. Nimm es als Zeichen meines Vertrauens. Na gut, wenn wir dann das zweite Klo hätten, müsste ich einmal über den, um den Pool rumgehen. Also es wäre... Hör auf, meine Worte zu verlieren. Es nimmt sie nichts vom Weg. Catmill in Severne. Warum hast du mich gerufen? Wir müssen einen Fluch brechen. Er wurde in einem mir unbekannten Dialekt der älteren Rede ausgesprochen. Ich verstehe. Und die Worte des Fluchs? Vafail Elaine, Catmill Folie, Gledif Dorn Eptenate, Bundro Itne Iacus. Anscheinend hast du diese Worte schon mal gehört. Ja, in Legenden. Solchen, die nicht gut ausgehen. Kannst du uns mit dem Fluch helfen? Einigermaßen. Agnes de Glanvilles Beschwörung zusammen mit Elders Triangel, umgedreht natürlich, sind die einzige Rettung. Aber ich kann nicht garantieren, dass sie ausreichen. Danke, En Severne. Vafail. Unser Gespräch ist noch nicht beendet. Was? Lass mich raten. Du willst was dafür haben. Wenn's recht ist, Gwynblade, würde ich bitten, dass du mit der Raterei aufhörst und zuhörst. Es nahen die Zeiten der weißen Kälte und des weißen Lichts. Und die Welt wird den Frost ersterben. Ich kenne Iglenis Prophezeiung. Das bezweifle ich nicht, aber verstehst du sie auch? Das ältere Blut kann die Zeit des Endes initiieren oder sie aufhalten. Denk daran, Gwynblade. Denn du wirst bestimmen, ob aus dem Funken ein Feuer wird. Okay. Alles in allem ein interessantes Gespräch. Und jetzt? Jetzt könntest du dich entschuldigen, weil du dich trotz meiner Bitte wie ein Tölpel benommen hast. Tut mir leid. Als Ida in diesem herablassenden Ton anfing... Hast du beschlossen, sie durch dein Verhalten zu rechtfertigen?
Toll gemacht, Geralt. Bravo. Genug. Beende, was du und die Jungs vorhatten, und dann fangen wir an. Sehr schön. Okay, gut. Dann haben wir jetzt noch eine Stufe, die wir aufsteigen können. Oder aufgestiegen sind. Jetzt ist er aus dem Fenster springen. Ich glaube, das wird sie nicht tun. Armbrust will ich nicht. Prozent Ausrüstungsgewicht brauche ich jetzt nicht unbedingt. Dann machen wir das hier noch einmal. Setzen das hier mit rein. Oh, 150 Vitalität. Ist natürlich besser. 7 Angriffskraft. Machen wir das. Okay. Gut. So, dann werde ich jetzt einmal eine Pause machen. Ich bin kurz noch wieder auf dem Klo.